Ja, wie Ihre Gemeinde gewählt hat, meine Damen und Herren, können Sie jederzeit im Internet anschauen, sofern sie schon ausgezählt ist, unter noe.orf.at und auch im Teletext ab der Seite 500 finden Sie alle Ergebnisse. Ja, kurz nach der ersten Hochrechnung waren bei uns hier schon live im Studio die Landesgeschäftsführer zu Gast und ihre Reaktionen hat Doris Henninger zusammengefasst. Wie es ausschaut, haben wir ein sensationelles, ein unglaubliches Ergebnis erreicht. Wir haben unsere Ziele klar gesteckt, unser Landeshauptmann hat klar vorgegeben, wir wollen die stärkste Landesparteiorganisation Österreichs sein. 45 plus wäre bereits ein sensationelles Ergebnis und wir haben unsere Ziele mehr als übertroffen. Das ist sensationell. Wir haben Unglaubliches geleistet, es war ein unglaublicher Einsatz. Allerdings war es für uns eine völlig andere Ausgangssituation. Die SPÖ hat sich erst im letzten Jahr entschieden, den Spitzenkandidat zu wechseln. Und wer dieses Land kennt und wie groß dieses Land ist und dann nur 6 Monate Zeit hat zum Aufholen, weil zwischendurch hatten wir auch einen Nationalratswahlkampf, der weiß ungefähr, der kann in etwa an, welche Kraftanstrengung das für uns bedeutet hat, den Franz Schnabel durch ganz Niederösterreich zu bringen, ihn als Person bekannt zu machen und unsere Ziele zu definieren. Wir haben uns vielleicht nicht prozentuell verdoppelt, trotzdem war eine Verdoppelung ein Ziel für uns. Wir haben die doppelte Mandatsanzahl erreicht. Das ist einmal ein sehr, sehr starkes Signal. Und angesichts auch des Umstandes, dass wir in den letzten Wochen ein sehr ambitioniertes Regierungsprogramm präsentiert haben auf Bundesebene, das vom politischen Mitbewerber sehr gescholten wurde, und angesichts des Umstandes, dass wir uns einer beispiellosen Medienkampagne in den letzten Tagen vor der Wahl gegenüber gesehen haben, glaube ich, kann man hier sehr, sehr glücklich über das Ergebnis sein. Mit unserer Spitzenkandidatin Helga Krismer haben wir 2 Sachen geschafft. Auf der einen Seite die Wählerinnen und Wähler gezeigt, dass es wichtig ist, dass es die Grünen im Landtag gibt. Und diese Oppositionsaufgabe und diesen dankenswerten Job werden wir von den Wählern und Wählern den Auftrag annehmen und weiterführen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig für uns jetzt den Neustart, nicht nur für Niederösterreich im Besonderen, sondern im Allgemeinen für die grüne Bewegung. Es stehen ja 3 Landtagswahlen an, ist es ein sehr, sehr gutes Ergebnis und wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich glaube, es ist einfach auch beeindruckend, dass man sieht, dass hier, wenn es so dann stimmt, dass wir in den Landtag einziehen, auch viele Menschen in Niederösterreich einfach mehr Freiheit einerseits und mehr Kontrolle andererseits haben wollten und genau mit diesem Mandat sind wir jetzt ausgestattet und das werden wir in den nächsten Jahren noch machen. Also insofern bin ich mal rundum zufrieden, weil der Einzug beim ersten Mal in den niederösterreichischen Landtag etwas ist, was sicher nicht so einfach ist. Eine interessante Situation heute nach dieser Landtagswahl, lauter zufriedene Stimmen von den Landesgeschäftsführern aller 5 Parteien.